Wenn die Dinge wirklich so stehen, dass ich der Vater von deinem Kind bin, dann werde ich mich nicht vor der Verantwortung drücken. Mit Hagen hast du einen tollen Vater. Für dein Baby. Ja, es stimmt. Bella ist meine Tochter. Du hast genau eine Chance. Charlie muss dir was sagen. Bella, ich... Charlie! Was ist mit dir? Sie ist bewusstlos. Charlie. Mensch, Olli, jetzt steh da nicht so rum. Tu doch irgendwas. Puls. Hat sie noch einen Puls? Sollten wir nicht einen Arzt rufen? Gott, Charlie, Gott sei Dank. Was ist denn? Du bist plötzlich umgekippt. War wohl etwas viel. Olli. Hallo? Wir brauchen einen Rettungswagen ins No Limit. Sofort. Olli. Es tut mir leid. Was tut dir leid, Char? Hast du mein Handy gesehen? Da drüben liegt's doch. Hey! Ich wohne hier, ich darf das. Hey! Nein, nein! Ich wohne hier. Ich darf das. Nein. So. Und? Bereust du es schon? Was denn? Dass du mir jetzt vollkommen ausgeliefert bist. Nicht dafür, nicht ständig den wachsenden Bauch der Frau sehen musst, die du geschwängert hast. Hey. Du bist Fati. Jessica wird Mutti. Herzlichen Glückwunsch. Also wer mir nochmal erzählt, Schwangere stehen nicht auf Gurken und am Nadelding erzähl ich was. Kann ich dir helfen? Schon geschehen. Das ist kein Selbstbedienungsladen, außerdem arbeitest du nicht mehr hier. Aber du? Außerdem brüte ich eine Thronfolge aus, dann wär's ja noch schöner, wenn die mich hungern lassen. Ich glaube aber nicht, dass das da die richtige Ernährung in deinem Zustand ist. Nein. Zustand, wie das klingt. Übrigens ist heute große Babyshow. Gehst du schon wieder zur Ultraschalluntersuchung? Ja, sicher, sicher. Aber heute wird's richtig fett. Das Ganze ist in 3D mit Sound und Farbe. Man kann ja alles erkennen. Herz, Lunge und ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Meinst du, ich sollte Hagen fragen, ob er mit will? Er ist zwar der leibliche Vater, aber erhebt er auch so einen Anspruch? Er hat gesagt, dass er die volle Verantwortung übernimmt. Ich würde sagen, der Graf ist im Augenblick beschäftigt. Hey, du weißt, zwischen uns beiden wird das nichts ändern. Hm? Hast du nicht mit Sebastian verabredet? Hast du nicht Training? Frag ihn einfach, dann wird sie schon alles regeln. Sich regeln? So was sagt man doch nur, wenn man mit dem Auto irgendwo gegenbrettert. Das heißt, ich bin der Verkehrsunfall und Hagen zahlt für den Schaden. Hallo? Hallo?
Tristan, Marlene? Oh, die ist plötzlich ausgeflippt. So habe ich ihn noch nie erlebt. Das passt doch überhaupt nicht zu ihm. Er hat alle Gäste rausgeschmissen. Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte sie mit Gläsern beworfen. Oder mit Stühlen. So wie der drauf war. Hey, ich dachte schon, ich wäre die Einzige. Bis auf die gesprächigen Jungs hier. Was ist denn los? Heute ist doch die zweite Runde vom Talentwettbewerb, oder? Ja, klar. Es gab ein paar kleine Verzögerungen wegen des Aufbaus. Hast du keinen Grund, nervös zu werden? Ich bin gar nicht nervös, kein bisschen. Nie wieder Lampenfieber, den Song habe ich nämlich voll drauf. Gut, wir machen auch gleich Soundcheck und dann hast du noch in Ruhe Zeit, den Song mit der Band zu proben, ja? Cool. Glaubst du, das ist was Ernstes? Ich bin zu weit gegangen. Wie meinst du das? Olli, was ist passiert? Mann, ich bin doch nicht blöd. Ihr streitet euch, dann kippt Charlie um. Was ist passiert? Gehören Sie vielleicht zu Frau Schneider? Was ist mit Charlie? Geht's ihr gut? Sie wird noch untersucht. Haben Sie vielleicht Ihre Versichertenkarte? Ja, die ist bestimmt in Ihrem Portemonnaie. Moment. Können Sie vielleicht 5 Euro wechseln für den Automaten? Danke. Bitte. Hier ist die Karte, bitte. Super, danke. Ich hole uns jetzt eine Cola. Danach will ich genau wissen, was passiert ist, okay? Hey! Du benötigst 6 frische Obst- und Gemüserationen. Gleichmäßig über den Tag verteilt. Ja. Mindestens ein Mensch will, dass es mir gut geht. Na, es sieht vielleicht nicht immer so aus, aber auch Graf Hagen sorgt sich um dein Wohlbefinden. Und hier bin ich ein Verkehrsunfall, der abgewickelt werden muss. Oh. Verstehen ja sogar. Weißt du, die beiden machen es jeden Tag? Also, glaube ich jedenfalls. Daniel und ich haben es auch öfter gemacht. Aber. Auf jeden Fall können die machen, was sie wollen und sie wird nicht schwanger und ich mach's einmal und schwupps. Ihre Stelle würde ich auch kotzen. Möchtest du, dass ich dich vielleicht zum Ultraschall begleite? Das würde ich machen. Ja, aber natürlich, wir sind doch eine Familie. Und das Baby in deinem Bauch gehört bald dazu. Was meinst du? Man sagt ja, man kann an dem Bauch schon erkennen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ist es eher rund oder spitz? Rund. Hallo, Jessica. Wie geht's dir, oder euch denn so? Danke. Gut. Ich habe heute einen Termin zum Baby gucken. Also so in 3D. Also jetzt nicht so wie im Kino mit Brille und so, aber man kann schon richtig das Gesicht erkennen. Klingt toll. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Aber du musst wahrscheinlich arbeiten. Nein. Also, ja, klar. Warum eigentlich nicht? Wirklich? Dann bis später. Was sagst du dazu? Dein Papa kommt mit. Ein von Lahnstein weiß eben doch, dass nicht alles auf der Welt mit Geld zu regeln ist. Alles okay bei dir? Vergiss die anderen. Ach, die fragen sich sowieso nur, was ich hier mache. Schließlich habe ich beim letzten Mal keinen Ton rausgekriegt. Aber so viel Glück haben sie diesmal nicht. Das ist mein Mädchen, na? Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Entschuldige mal bitte, ich lass mir noch nicht den Auftritt meiner Freundin durch die Lappen gehen in so einer Klausur. Wie war die Probe? Noch gar nicht, aber ich bin jeden Moment dran. Du, wir hinken mit dem Aufbau so hinterher. Ich befürchte, das muss ohne Probe gehen. Was? Ohne Probe? Kein Problem, schaffst du da locker. Klar, natürlich. Ich will ins Finale. Ja, meine Freundin, die wird den Laden hier rocken. Darauf können Sie sich verlassen. Du schaffst es. Können wir beide kurz reden? Worum geht's denn? Um was Geschäftliches. Mist. Ich pack das niemals ohne Probe. Klar packst du das. Thank you.
Hier. Okay, ich höre. Da gibt's nichts zu erzählen. Wir haben uns einfach gestritten. Ja, das war ja nicht zu übersehen. Aber warum? Mann, Olli. Ihr streitet euch, Charlie kippt einfach um. Was war los? Voss, guten Tag. Ich bin der behandelnde Arzt von Frau Schneider. Sie haben die Patientin hergebracht. Ja, Sabel, ich bin der Neffe. Wie geht's meiner Tante? Ich kann sie vorerst beruhigen. Die ersten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Sorge. Ja, aber man kippt doch nicht so einfach um. Das ist Frau Jakob, meine Schwester. Ah. Vermutlich war es ein Schwächeanfall. Nichts Schlimmes. Aber um ganz sicher zu gehen, müssen wir noch weitere Untersuchungen durchführen. Okay. Wann können wir denn zu ihr? Einen kleinen Moment müssen Sie sich noch gedulden. Danke, Dr. Voss. Danke. So. Ich muss jetzt ganz dringend ins No Limits zurück. Aber der Doktor hat doch gesagt, wir können gleich zu ihr. Ja, aber da läuft heute die zweite Runde von dem Talentwettbewerb. Auch ohne das alles steht mir schon der Kopf bis oben hin voll. Hey, sag mal, der Laden kann noch mal 5 Minuten ohne dich auskommen. Ich muss wirklich dringend los. Langsam wirst du mir unheimlich, weißt du das? Ja, und was soll ich hier sagen, wann du kommst? Seit Wochen versuchen wir mehr über ihre Mutter rauszufinden, die angeblich tot ist. Durch Clarissa, die wahrscheinlich... Wenn du es dir noch mal überlegen willst. Ihr habt uns die ganze Zeit belogen. Meine Kleine braucht eine Mutter und einen Vater. Du findest ein gutes Zuhause für sie, oder? Es ist besser so. Für alle. Frau Schneider. Und, wie geht es Ihnen? Es geht so. Ich kann Sie erst einmal beruhigen. Ihr Blutbild könnte nicht besser sein. Das sind zwar gute Neuigkeiten, aber wir wissen immer noch nicht, wie es zu diesem Schwächeanfall gekommen ist. Ich würde Sie gerne über Nacht hier behalten. Nur zur Beobachtung. Mhm. Frau Schneider, haben Sie eine Idee, warum das passiert ist? Irgendwelche Sorgen? Stress? Vielleicht ein paar Gläser Champagner zu viel? Ich bin Ihr Arzt und unterliege der Schweigepflicht. Sie können mir alles sagen. Dana? Vergiss Sebastian. Ich will dich heute ganz und komplett für mich allein. Ich warte im Park, Dana. Im Park? Ganz und komplett? Schämt euch wenigstens ein bisschen? Das wird kompliziert. Oh, nicht unbedingt. Ich kenne ein paar lauschige Plätzchen, da seid ihr ungestört. Nein, nein, danke, aber ich kann da nicht hin. Ich muss mit Jessica zum Ultraschalltermin. Du musst. Ja, das macht man so als Vater. Ja, ich habe zugesagt. Ich dachte, ihr beiden seid endlich mal klar in Sachen väterliche Pflichten. Ach, du weißt doch, wie das ist. In solchen Sachen ist man mit Frauen nie klar. Sie sagt, kein Problem, aber in Wirklichkeit, wir sitzen auf einer Zeitbombe, die jederzeit losgehen kann. Und deshalb triffst du dich heimlich mit Jessica? Nicht gut. Hagen, der Interessenkonflikt, der liegt doch in der Natur der Sache. Du wirst dich entscheiden müssen. Ja, mieser Ehemann oder mieser Vater. Ja, das wäre der einfache Weg. Und was ist der komplizierte? Brutale Offenheit. Keine Geheimnisse. Tut zwar manchmal weh, aber es hilft. Du musst ihr zeigen, was du für dieses Kind empfindest. Dieses Kind ist aus einem peinlichen Seitensprung entstanden, an den ich mich nicht mal erinnern kann. Ich empfinde gar nichts. Ja, außer eben diesem Pflichtgefühl. Glaub mir, Bruder, das wird sich ändern. Spätestens nach der Geburt. Eigentlich war klar, dass wieder irgendeine Katastrophe passiert, weil Bühne und ich, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Welten, die einfach gar nicht zusammen.